Ja, Leute, weiter geht's mit Let's Play Kingdom Hearts 2.5 Remix. So wie ich jetzt gerade gesehen habe, ist der Part aufgenommen. Das heißt, ich speichere, es ist kein Fehler vorhanden. Dankeschön. Oh, ich bin so froh, umso mehr Parts ich irgendwie fertig kriege, umso besser. Sobald ich wieder da bin, wo ich war. Ich habe vergessen, beim Mokela noch gucken, was er zum Kaufen hat. Eine Siegesglocke und ein Kettenwächter. Ich glaube, beide Waffen sind gut. Aber da müssen wir uns erst schlauer machen. Ja, ist echt so. Mhm. Okay. Da fällt mir gerade ein, der Silberring bringt es eigentlich gar nicht. Ah, genau. Kann ich eigentlich die... Was haben wir denn hier? Aha. Nee, alles, was man Angriff zurücktut, ist für mich nicht gut, finde ich. Magie plus 1. Tun wir auf jeden Fall ausrüsten. Und tut auch Magie plus 1 machen. Und hier haben wir... Macht die Magie runter, aber das braucht Goofy ja eh nicht. Also von daher passt's. Auch wenn ich Goofy gerade gar nicht mitnehme. So, dann sagen wir mal Jack, er soll weiter auf See gehen. Ihr wollt der Blackbeard hinterher, oder? Dann genug mit dem Palaver, los geht's! Ei, ei, Captain! In See stechen. Oh, ich hab vergessen, da kommt ja vorher noch ein Kampf. Immer wenn wir in See stechen. Ah, das sind ja auch die Piratenherzsoße von... Peter Panland, vom ersten Teil. Ach, der ist jetzt tot. Ich dachte gerade, wo bleibt er? So, jetzt. Seid ihr so auf diesen Kompass fixiert? Dieser Kompass wird uns zur Isla de Muerta führen. Dorthin ist auch dieser Barbosse unterwegs. Klar soweit? Woher weißt du das? Nun, mein Freund, er und ich hatten es einst auf einen Schatz abgesehen. Aztekengold. Es war versteckt auf der Isla de Muerta, aber er hinterging mich und stahl mein Schiff. Dann ist er immer noch hinter diesem Schatz her. Der Schatz ist bereits seins und seins ist auch der Fluch, mit dem der Schatz belegt war. Ich habe kein Interesse an solchen trügerischen Luxus. Aber ich werde mir zurückholen, was mir gehört, die Black Pearl. Jo. Jetzt geht dieses Hin und Her los, was ich übelst nervtötend finde. Mal gucken, ich werde wahrscheinlich das Land in diesem Part noch beenden. Ja, doch. Ihr Jungs wartet hier. Der junge Miss Turner und ich werden das Fräulein befreien. Hey, und was sollen wir hier machen? Ihr werdet natürlich das Schiff beschützen. Diese Aufgabe wird nur an die mutigsten Piraten vergeben. Gut, alles klar. Dann seid ihr, dass ihr sie mir gut beschützt. Wollen wir? Ich schätze, er wollte uns nur nicht dabei haben. Und du bist drauf eingegangen? Wo bleiben die zwei denn nur? Sie lassen sich wirklich ganz schön Zeit. Wenn Carlo in der Gegend ist, dann müsste dort auch Herzlose sein. Und Jack und Will sind erst nicht gewöhnt, gegen Herzlose zu kämpfen. Wir sehen besser nach ihnen. Sparrow. Ja, Leute. Yeah!
last piece that went astray, we have returned, save for this. And now, the blood will be repaid to free us from this curse forever. So. Ach ja, ich kann ja die Heldenform mal wieder trainieren. Das heißt, ich werde mich jetzt auch gleich in die Heldenform mal wieder verwandeln. So. Luna-Kristall. Ja, ich versuche, gleich später, wenn ich fertig bin, werde ich auch Ding trainieren. Quick, they're after us. We'll hold them off. Give us a sign when the ship's ready to sail. Right. We'll light the signal fire. Da werde ich die weißen Formen trainieren, dass ich mindestens dieses Sprinten da bekomme. So, jetzt erstmal. So, jetzt. Hau ab. Und. Ah, jetzt ist der echt wieder in den scheiß Schatten gegangen. Boah, wisst ihr, wie nervtötend das ist? Aber. Immerhin sind wir noch ein Level hochgekommen. Verdammt, ich war nicht nah genug an Donut dran. Aber egal, Goofy ist ja da mit vollem Leben. Da er ja gerade nicht da war, weil ich ihn ja wegen der Heldenform jetzt gerade weggeschworen habe, eigentlich in dem Moment. Hey, den einen bringe ich noch um. Oder auch nicht. Mann, ich wollte ihn umbringen. Obwohl er schon tot ist. Oder nicht. Weil er Skelett hat. Miska. Ich wollte ihn umbringen. Menno. Wo ist Jack? Tja. And now, the blood will be repaid to free us from this curse forever. No, not yet. We wait for the opportune moment. When it's of greatest profit to you? May I ask you something? Have I ever given you reason not to trust me? Stay here and try not to do anything stupid. Begun by blood undone. You, mate, your father. Was your father William Turner? No. I don't understand. What's going on? Who brought this wench to us? She said her name was Turner. Come on. Why isn't it working? You need my blood. Get on with it. Idiots.
Hurry. You there! The medallion! After them, you ingrates! Ich musste das tun. Jack ist kein Pirat wie in Abenteuergeschichten, denn Echten darf man auf keinen Fall trauen. Wo Will recht hat, hat er recht. Naja, jetzt kommt aber Carlo wieder ins Spiel. Wir sollten besser zurück nach Port Royal, dort sollten wir in Sicherheit sein. Ja, wenn wir da ankommen. Ich habe ja mal zum Kingdom Hearts 2 mal verglichen. Das ist wahrscheinlich echt wegen Veteran. Ich habe sehr viel weniger Leben, als ich eigentlich sein sollte in dieser Stelle. Weil es kam mir langsam echt spanisch vor. Die Frage ist, ob ich dann trotzdem noch später so viel Leben bekomme. Dadurch, dass es ja so viele extra Sachen gibt. Ich weiß auch nicht. Oder muss ich damit immer leben, dass ich auf jeden Fall viel weniger Leben habe, als wenn ich auf normal gezockt hätte. Auf normal wäre aber langweilig für mich gewesen. Normal wäre auf jeden Fall gar nicht in Frage gekommen. Is it true? You gave Barbossa my name instead of yours. Why choose my name? I don't know. Elizabeth, where did you get that? It's yours. From that day we found you, drifting at sea. After all this time, I thought I lost it. It was a gift from my father. He sent it to me. I'm sorry. Why did you take it? Because I was afraid that you were a pirate. That would have been awful. Of course. Don't you see? It wasn't your blood they needed. It was my father's blood. My blood. The blood of a pirate. How the blazes did you get off that island, Jack? When you sailed away in my ship and marooned me on that godforsaken spit of land with naught but a pistol and a single shot, you forgot one very important thing, mate. I'm Captain Jack Sparrow. I won't be making that mistake again. Then what say you to putting the past behind us, untying these ropes, and let me negotiate the return of your medallion, eh? What say you to that? Seeing as how the Black Pearl's mine now, Jack, letting you go doesn't seem to fall within my interest. Odd. I'm not actually concerned with your interest. Give me back the pearl! Arr. All right. Lock him in the brig. We're coming up on the interceptor. What do we do, Captain? What do you think, you idiot? Will, look! I wonder what Jack would do. I'm not sure. I suppose he'd run for it. Sounds good to me. Will! Everyone hit the deck! Oh. We're just gonna have to fight.
Gute Einstellung, Sora. So sehe ich das auch. Dann müssen wir halt kämpfen. Besiege alle Piraten und beschütze das Medaillen. Ja, geil. Vielleicht das erste, was ich mache, ist diese scheiß Medaillon verlieren. Okay. Wer hat er jetzt das Medaillon? Der? Oh Gott. Ah, und schon wieder hat jemand anders das Medaillon. Stirb. Und ich wollte gerade sagen, jetzt sterbe ich noch gegen einen scheiß verfickten Piraten. Das wäre jetzt die Härte gewesen. Hat er mir das schon wieder abgezockt. Ach nein, ich wollte... Ich hab da jetzt nicht richtig hingeguckt. Alter, hat er mich jetzt zweimal hintereinander durch die Drecksau. Alter, jetzt gehe ich zur Donut, dass der Mauch wieder da ist. Nervtötend. Oh Mann. Alter. Scheiße, die Zeit geht gleich zu Ende. Ah, ja. So, jetzt haben wir es geschafft, oder? Na, nicht ganz. So, jetzt. Um das Ganze noch ein bisschen Schnelligkeit zu geben. Komm her. Boah, Alter, wie meine Drive-Leiste jetzt einfach die Zeit killt. Mistkerl. Luftspirale. Come on! We beat the pirates! Well, did you know? Jack! Now then, I'll be having back that medallion. Unless it's more important than their lives. Barbossa! She goes free. Go ahead, boy. Shoot. We can't die. You can't. But I can. My name is Will Turner. My father was Bootstrap Bill Turner. His blood runs in my veins. Aye? On my word, do as I say. Or I'll pull this trigger and be lost at Davy Jones' locker. Name your terms, Mr. Turner. Release Elizabeth, and Sora, and Donald, and Goofy too. Anything else? Leave, now! Agreed. Leave we shall. But the Heartless stay. No fair. Gute Arbeit, Barbossa. Wer hätte gedacht, dass du das so einfach werden würde? Barbossa, ihr seid ein Feigling. Das war das letzte Mal, dass ich einem Piraten vertraue. Die Pulverfässer sind bereit, Captain. Dann sage ich Leb wohl. Was machen wir denn jetzt? In die Luft fliegen werden wir. Warum sich abmühen, Partner? Ein Pirat weiß, wann es Zeit ist, aufzugeben.
Ist das dein Ernst, Jack? Captain Jack, nun ein Durchschnittspirat zumindest. Wir müssen uns als erstes um das Schießpulver kümmern. Ich werde dieses Schiff auf keinen Fall verlieren. Ich habe immer noch nicht vor, Piraten wieder zu vertrauen. Sehr schlau von dir, Junge. Drew Story, Bro. Nee. Ich will die Heldenform nämlich weiter trainieren. Ah, was haben wir denn noch da? Drive Boost, cool. Keine Ahnung, wann wir das bekommen haben, aber hey, wir haben Drive Boost. Ich habe da nicht aufgepasst. Ja, jetzt kommt der abgefuckte Mist. Im Prinzip müssen wir nur schnell die Fässer wegkicken. Sollte jetzt kein großartiges Problem sein. Sag ich ja. Easy going. Easy going. All clear. That's the second time I've had to watch that man sail away with my ship. But I'll be having her back soon enough. Ihr bleibt hier beim Schiff, meine Liebe. Kommt gar nicht in Frage, Will könnte da drin sterben. Dem guten William geht es blendend, glaubt mir. Ich bin keine Lehrerin, Jack. Dann glaubt mir bitte. Sora, du und Goofy, bitte, bringt Will unversehrt zurück. Das bitte hätte sie vielleicht doch auch sagen können, auch wenn ich es jetzt nur gesagt habe. So, und hier fehlt jetzt eine sehr lustige Szene. Ich habe nämlich keinen Plan gehabt, was das ist, bin reingegangen und habe One-Hit-Kill gekriegt. Ich zeig's euch trotzdem. Das sind nämlich diese eine Silhouette. Ja, ich glaube so Silhouette. Der Schatten einer Gestalt in die Waffe gebrannt. Das sind halt so Silhouette, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Oh, und da kann man gegen die Organisation 13 kämpfen. Aber man merkt gleich von Anfang an sofort, dass man unterlevelt ist. Das habe ich meine One-Hit-Kill. Ich habe nicht mal eine Chance gehabt, mich irgendwie zu verteidigen oder so. Und diese Organisation 13 wird in diesen einen Raum, den ich ja schon angekündigt habe, der ja im Final Mix eigentlich das Feature ist, hoch 10, werde ich die ja sowieso machen. Deswegen ist es eigentlich eher langweilig, wenn ich sie mitten in der Story mache. Aber ich zeige euch mindestens, wie lang Szene so ist. Mal gucken, wie lange ich lebe. Ich gebe mir 10 Sekunden. Guckt ab den Counter. Ab. Jetzt. Das ist genau das, was ich meinte. Oh, da war irgendwas. Doppelgänger schmettern oder irgendwie sowas. Naja, wie gesagt, keine Chance. Muss ich ein bisschen mehr Level haben, dass ich mehr Abwehr und Leben habe. Dann schaffe ich das schon. Aber wieder weiterhin zur Story. Ich werde jetzt, und ich weiß, jetzt kotzen viele Leute ab, aber ich werde den Part hier jetzt natürlich beenden. Ja, ich dachte, ich habe erst gesagt, ich mache vielleicht die ganze Story noch hier fertig. Aber ich will in den nächsten Part mindestens noch die Story zu Ende machen. Und den Cup machen. Genau, den Cup mache ich nämlich auf jeden Fall. Ich will im Herkulesland den Pech- und Schwefel-Cup nämlich noch machen. Das passt dann alles in einem Part perfekt rein. Und dann gehe ich pennen, weil da muss ich leider in die Arbeit morgen früh. Deswegen, bis zum nächsten Part. Ciao, Leute.